Guten Morgen, meine Lieben. Ich gehe mit Alba jetzt runter zum Elbstrand. Ist mit dem Auto 10 Minuten von unserem Zuhause und wir wohnen mitten in der Stadt. Kann sie ein bisschen Gas geben mit ihren Freunden. Hier ist die Erklärung, warum ich Yoga Like a Boss umbenenne in Norma Beckers. Für mich fühlt sich der Name Yoga Like a Boss nicht mehr richtig an. Ich wollte mit dem Namen Yoga Like a Boss andere Teilnehmer ansprechen, die vielleicht Berührungsängste haben vor Yoga und das zu spirituell finden und denken, man liegt nur rum und atmet. Die Angst wollte ich ganz vielen Teilnehmern nehmen mit dem Namen. Ich kenne auch ein paar Freunde von mir von früher, vom Rugby oder vom Lacrosse, die sich da eigentlich angesprochen fühlen, weil die alle so Sprinttraining, Muskeltraining und alle immer so Gas geben und niemals auf die Idee kommen würden, dass sie Yoga machen würden. Das heißt, ich brauche den Namen nicht. Wer zum Yoga kommen möchte, der findet seinen Weg zum Yoga und wird nicht dadurch animiert, dass meine Idee Yoga Like a Boss heißt. Endlich sind sie alle da. Endlich sind sie alle da. Okay, deswegen heißen ab heute meine Kanäle wie Facebook, Instagram und YouTube Norma Beckers. Die Teilnehmer bei mir bekommen Meditation, Mobilisierung, Anstrengung und Schwitzen, ganz viel Entspannung, ganz viel Ablenkung vom Alltag. Und ja, das bekommen meine Teilnehmer und das sagt dieser Name nicht. Das sagt der Name Norma Beckers schon eher, weil ich bin diejenige, die da vorne steht und euch den Kurs ermöglicht und diese Erfahrung ermöglicht. Sagt mir, was ihr darüber denkt. Das würde mich sehr interessieren. Danke, Christine Schmidt. Als ich mit den Vlogs angefangen habe, ist mir jetzt klar geworden. Und ich möchte mich mehr euch gegenüber öffnen. Und wenn ich mich euch gegenüber öffne, dann bin ich Norma Beckers und nicht Yoga Like a Boss. Ich möchte mich nicht hinter diesem Namen verstecken. Das ist zu abstrakt. Und das möchte ich nicht sein. Also, gucken wir, was passiert. Als Hamburger bei diesem Sommer unbedingt sofort raus. Dahin sind noch mehr Windhunde. Den Spaziergang mit der Hundegruppe Braun, so heißt die Hundegruppe. Heute scheint gerade mal die Sonne. Ganz gut. Alba freut sich da mal sehr drauf, weil sie Freunde trifft und der Hund kann richtig Gas geben. Das war jetzt der Spaziergang mit dem Hund. Jetzt fahren wir mal zurück und gucken uns die Bahnunterlagen an. Bundestagswahlen stehen an. Wir gucken uns mal die Unterlagen an. Bundestagswahl. Ich will gleich Kreuzchen machen und die Briefe einwerfen. Wir haben uns bei den Unterlagen... Moment. Unterlagen. Das sind die Parteien. Das ist der Zettel. Was haltet ihr von Parteien abwählen für die Bundestagswahl 2017? Der Wahlomat hilft einem, eine gute Übersicht zu bekommen, wofür die Parteien so stehen oder nicht stehen. Ich erledige heute meine Bürgerpflicht und mache Kreuzchen. 2 Stimmen habe ich.
Und